Hallo meine Lieben, gleich ein zweites Video hinterher zu dem, was ich letztens gemacht habe, vor kurzem gemacht habe. Filmerisch ist das heute am selben Tag, nur 10 Minuten auseinander. Habe ich euch ja meinen Channel-Strip vorgestellt, den ich immer auf meine Gruppen draufsetze. Und wo ich schon mal dabei war, habe ich noch gleich einen zweiten gebaut, weil im Techno-Bereich ist natürlich ein Rumble ist richtig wichtig. Und ja, es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man einen Rumble machen kann. Das Ganze könnt ihr natürlich machen, indem ihr, da werde ich aber auch noch ein Video zu machen, indem ihr einfach mehrere Spuren in eine Gruppe reinlegt. Dann ist man etwas freier und kann etwas mehr mit den Rumble-Einheiten arbeiten. Das macht man stark im Hypnotic-Techno zum Beispiel, dass man also diese Rumble nimmt, aber oder eine tiefe Tom oder sowas und die aber nicht jeweils wie in einem Delay, sondern dass man die frei gestaltet und unten reinsetzt. Man nimmt auch teilweise einen Sub-Bass oder mit einem Polymer kriegt ihr einen super tollen Bass-Sound hin, dass ihr also richtig einen Sub-Bass habt, den ihr ganz tief stimmt, sodass er noch in euren Key reinpasst und filtert den ein bisschen was raus, macht da was. Ihr könnt Noises reinsetzen, ihren Tief verteilen. Ihr könnt viele Sachen machen, um euer Low-End, also diesen wichtigen Kick-Rumble-Bereich zu gestalten. Und ich habe mir gedacht, weil ich jetzt ein paar Videos auch nochmal geguckt habe zum Rumble, den Standard Rumble mit Delay und Reverb, wie man den nachbauen kann. Das, was ich hier mache, wie halt gesagt, ist keine Erfindung von mir. Ich baue euch das Ganze nur mit Bitwig eigenen Modulen nach. Dafür braucht ihr die Studio-Version. Ich weiß nicht, ob in den kleineren Versionen diese ganzen Module drin sind. Ich erkläre euch das aber hier im Video, damit ihr, wenn ihr so einen Rumble bauen wollt, dann auch mit eigenen VSTs, die ihr habt, mit eigenen Plugins, die einfach genau dasselbe machen, nur von woanders kommen, damit ihr das nachbauen könnt. So, und dann, ja, fangen wir mal an. Ach so, ganz wichtig, das Ganze gibt es natürlich, also dieses, das hier ist eine Chain, die habe ich gespeichert, also das ist die Kickchain und die Kickchain bekommt ihr natürlich bei mir auf meiner Buy Me Coffee Seite, der Link ist unten drin. Da habe ich so ein bisschen was beschrieben, was ich mache. Ihr könnt mir einen Kaffee sozusagen spendieren. Es gibt auch einen kleinen Member-Bereich, den ich langsam aufbaue. Da ist noch nicht viel los, aber das wird immer mehr in den Beiträgen. Das erkennt ihr dann auch daran, dass ich hier diese Videos habe. Das sind dann die für die Members, wo ich nochmal spezielle Sachen vorstelle, die ich dann halt so benutze. Und Plugins, die ich insgesamt benutze in einer Anordnung. Aber ich hatte ja auch immer gesagt, der Kanal soll, also mein YouTube-Kanal, ich möchte euch gerne Sachen zeigen, wie ihr mit dem Produzieren, wenn ihr da hängt, wie ihr weiterkommt und so. Aber ich möchte ja so keine Plugin-Review machen. Aber hier stelle ich euch eigene Plugins vor. Und es gibt natürlich den Shop. Und in diesem Shop könnt ihr für extrem wenig Geld die Sachen bekommen, nämlich meine Rumble-Chain, die ich im letzten Video gezeigt habe und natürlich auch, also den Channel-Strip, den ich im letzten Video gezeigt habe, so rum und jetzt natürlich auch die Rumble-Chain und die beiden sind natürlich kostenlos. Könnt ihr euch herunterladen, könnt ihr abändern, könnt ihr umbenennen, wie ihr lustig seid, könnt ihr Sachen drin ersetzen, wie halt gesagt, ich habe da kein Copyright drauf, ich lege da auch sozusagen, ich muss da auch nicht unbedingt irgendwas von haben, denn Bitwig ist ja das Schöne am Teilen. Ihr findet sowas garantiert auch noch. Eine andere Rumble-Chain gibt es beim Polarity zum Beispiel. Der macht das im Grid. Das weiß ich. Es gibt dann auch bei den Bitwigglers gibt es noch andere Sachen. Das ist halt eine, die ich jetzt mal so ein bisschen rumgespielt habe, die man so als Standard einsetzen kann. So, und bevor ich euch jetzt noch weiter die Ohren abkaue, weil ihr wollt ja alle produzieren, gehe ich hier mal rein. Okay, was habe ich gemacht? Ich habe mir irgendein Kick-Sample genommen und das in den Sampler reingelegt. Ich finde es immer besser, anstatt hier mit Loops zu arbeiten, dass ich hier mit einem Sample arbeite. Das gibt mir nämlich auch den Vorteil, dass ich hingehen kann und so holprige Kicks machen kann. Also indem ich dann die Anschlagsdynamik irgendwann mal runtersetze. Also die Lautstärke irgendwo bei Zwischenkicks runtersetze. Das gibt sehr schöne Effekte. Auf jeden Fall ist es eine ganz normale Kickdrum. Habe ich alles aus. Genau hier ist nur das Dry-Signal. Und die hört sich ganz einfach so an. Ja, das war's schon. Mehr braucht man nicht. So, das Schöne ist jetzt, wenn ich im Sampler bin, kann ich natürlich meine Kick tunen, damit nachher der Rumble in seinem melodischen Anteil sozusagen dann auch zum Rest passt. Das finde ich auch sehr vorteilhaft. Und ihr habt manchmal auch einfach Samples, die ihr bekommt, wo vorne der Transient einfach zu stark ist und dann gehe ich einfach in meine Hüllkurve rein
und kann das hier abbrechen. Ich kann ihn kürzer machen. Ich könnte den nochmal duplizieren und ganz kurz machen. Und ja, auf jeden Fall für, wie halt gesagt, im Techno-Bereich, Kick und Rumble, diesen Bereich, der ist ja ganz groß. Aber jetzt schauen wir uns mal, was ich gemacht habe. Und zwar habe ich das Ganze in eine FX-Layer reingepackt. Also ich habe diese Kick- und Rumble-Chain genommen. Die könnt ihr dann hinter jeden von euren Samplern draufsetzen. Ich habe eine Kick- und Rumble-Chain genommen. Das erste Signal ist das Dry-Signal. Da ist noch ein Transient-Control drauf, damit ich vielleicht noch die Transients von der Original-Kick ein bisschen was abändern kann. Dann habe ich die Rumble-Chain und die Rumble-Chain, da habe ich immer gerne vorne einen Tilt-EQ drauf. Den könnt ihr aber rausnehmen, weil das macht das Ganze noch so untenrum so ein bisschen bauchiger. Dann gibt es einen Delay. Ich habe jetzt hier einen Delay 2 genommen mit 1 und 1. Ihr könnt aber auch den ersetzen durch einen anderen Delay. Ihr könnt hier auch rumspielen mit 1 und 3 oder 2 und 4 oder 3 und 4. Je nachdem, wie ihr lustig seid, ihr könnt auch noch einen zweiten dahinter setzen, damit ihr verschiedene Delays bekommt. Oder ihr nehmt den normalen Delay, also den Delay 1, und setzt dann sozusagen den einen auf den linken Kanal, den anderen auf den rechten Kanal mit verschiedenen Ping-Pongs. Ist egal, Hauptsache es gibt schöne Effekte. Und ob das links und rechts ist, ist egal, weil es wird nachher eh Mono gemacht. So, wo gehe ich dann rein? Dann gehe ich jetzt hier mal in das Reverb rein. Hier in dem Beispiel habe ich mal den Space Hall genommen, aber auch hier wieder Standard Bitwig. Modul, wenn ich hier draufklicke, bekomme ich natürlich ganz, ganz viel schon voreingestellte Hall-Sachen, die ich dann nehmen kann. Wenn ihr hier Lust habt, könnt ihr natürlich auch den Convolution ausprobieren als Plugin, wenn euch das gefällt. Das gibt teilweise sehr schöne Effekte. Ich würde nur nicht beides nehmen, weil das ist meistens over the top, weil die sich dann ein bisschen was sehr stark beißen, diese Module. Wie halt gesagt, von da aus gehe ich dann in ein Tool und ziehe alles Mono. In meinem Rumble, ne? Und von da aus gehe ich dann weiter, dann gehe ich jetzt hier in den Saturator rein, je nachdem, ich spiele mit dem Drive rum, ich gucke mir das ist der normale Kick Saturator 1, den ich jetzt hier genommen habe, der Standard mit Bitwig mitkommt, danach gehe ich in einen Filter rein, weil ich bin ja jetzt auf der Rumble FX Spur und filter hier einfach, wie ihr seht, filter ich hier unten, mache ich einen Low Pass. Und da spiele ich auch einfach mit den beiden Parametern rum und schaue dann, wie der Rumble da schon reinläuft. Als nächstes gehe ich dann hier ein sehr schönes Plugin, nämlich Auto Sidechain. Also wie halt gesagt, ihr könnt natürlich einen Kompressor nehmen und diesen Kompressor dann ganz genau anpassen auf das, wie ihr das haben wollt. Aber ich habe hier jetzt einfach mal den Auto Sidechain reingenommen, weil der, wie ihr seht, teilt das schön immer durch 4. Er blinkt von ganz alleine, je nach Geschwindigkeit. Ja, und danach, jetzt die Sachen sind hier alle ausgeschaltet, gehe ich hier nochmal in den EQ rein und dann kann ich dann nochmal ganz speziell anpassen, wie ich denn meine Kick insgesamt noch gestalten möchte. Da kann ich mit dem EQ noch so ein bisschen nacharbeiten. Aber wenn ihr beide Sachen nehmt, also die beiden Chains, den Channel Strip und die Kick Chain, dann würde, wenn ihr die Kick habt, würdet ihr zuerst den Kick Rumble nehmen und dann würde die Gruppenchain, die würde hier hinter, muss ich das hier wegnehmen. So, die Gruppenchain würde hier hinter gehören. Da habt ihr auch schon einen Equalizer mit dabei. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen, genauso wie mit dem Tilt Equalizer. Hier ist jetzt der Tilt Equalizer nur auf dem Rumble. Ich habe ja auch in meinem Gruppenteil ist auch nochmal ein Tilt Equalizer drin. Da müsst ihr schauen, wie ihr das nehmt. Ich habe hier ein Filtermodul. Das Einzige, was er macht, ist ein High-Pass-Filter, weil man den schön im Techno schon mal als Effekt einsetzen kann, zwischendurch in so einem kleinen Kickbreak. Und danach ziehe ich das Ganze natürlich nochmal auf Mono. Also ich bin jetzt hier aus meiner Rumble-Chain schon raus. Dann ziehe ich das Ganze natürlich nochmal im Mono, damit alles, was hier oben drüber ist, nochmal auf Mono gezogen wird. Ist auch nicht immer notwendig. Weil, wenn ihr euch meine Gruppen, also meinen Channel Strip für die Gruppen anschaut, da gehe ich ja zum Beispiel hin und mache hier einen FX2. In den FX2 setze ich dann die Frequenzen so, dass ihr zum Beispiel einen Mono-Bereich einstellen könnt, nur alles unter 200 Hertz ist Mono und alles oben drüber ist ein bisschen weiter. Schaut euch das andere Video an, da steht alles drin. So, wie hört sich das Ganze an, wollt ihr jetzt natürlich wissen. Und zwar sind wir jetzt schon von mit Rumble auf.
so hört sich schon mal so ein standardmäßiger Techno-Rumble an. Den könnt ihr jetzt noch pushen, da könnt ihr drehen, da könnt ihr drin rumspielen und wie halt gesagt, ganz wichtig, Sachen durch eigene Sachen ersetzen, wenn ihr einen anderen Hall haben wollt, den ihr da lieber mit reinsetzt. Dann ist das natürlich nochmal ganz toll. Und jetzt bin ich die ganze Zeit vor und zurück gegangen und dann denkt ihr euch natürlich, Moment mal. Kommt die Kamera wieder rein, damit ich sie erstaunt gucken kann. Moment mal, du hast ja noch eine dritte Line da drin liegen. Yes, drei Lines sind immer gut. Das ist ein bisschen was geklaut von Videos von, ja, Mordio macht einige Sachen in diese Richtung. Oscar von Underdog hat ja auch so ein PDF, wo ihr euch das nachgucken könnt. Im Prinzip ist das dasselbe, weil die sind immer gleich aufgebaut. Audio React hat diese Sachen und davon. Ich habe ja auch ein Video zu den YouTube-Kanälen, auf die ich verweise, wo man wirklich gute Infos und Videos zu diesen Sachen kriegt, meistens auf Englisch. Ich mache gerne noch einen Topper mit dabei. Woraus besteht jetzt der Topper? Wupp, komm mal hier rein. Der Topper ist fast dasselbe wie der Rumble. Na, ich gehe zuerst in Delay, dann gehe ich ein bisschen in den Reverb. Jetzt habe ich hier einen anderen, einen Hall One genommen, also einen anderen Reverb. Wie halt gesagt, kann ersetzt werden durch den Convolution oder durch eigene VSTs. Danach gehe ich hier in den Saturator rein. Und jetzt kommt aber das Wichtige, ich habe hier einen Bandpassfilter drin, damit ich die einen bestimmten Bereich mitnehmen kann aus dem Delay und den noch mal ein bisschen oben drüber legen kann, weil das einen schönen Effekt gibt. Das Ganze kommt dann wieder in meine Auto-Sidechain rein. Die finde ich, wie halt gesagt, die passt einfach, die ist ganz lustig, aber auch hier könnt ihr wieder hingehen, euch einen ja, Kickstarter oder sonst was nehmen, den da draufsetzen, wenn ihr damit lieber arbeitet. Und dann das Übliche, hier sind wir ja wieder, grün hört auf. Das heißt, hier hinten sind wir wieder in der normalen Chain. Wie hört sich das Ganze denn an, wenn ich damit rumspiele? Wie halt gesagt, ich fange nochmal von vorne an. Das ist meine Kick. Hier habe ich jetzt einen Rumble mit dazu geholt. Und jetzt setzen wir nochmal einen Topper drauf. Effekt. Zwischendurch einfach reingehen und Modulation auf den Filter. Einfach an und aus über die Automationslane, die ihr habt. Und da habt ihr schon eine schöne Variation von eurem Rumble. Wie halt gesagt, das hier ist nicht das Nonplusultra. Das ist nur so, wie ich das mache oder eine Methode, wie ich das mache, wenn ich jetzt gerade anfange, an Projekten zu arbeiten. Ich habe auch aber in meiner Kick-Gruppe teilweise bis zu 6 Spuren, habe ich letztes Mal festgestellt, weil ich dann noch mit Atmosphären arbeite, die ich da rein tue, oder mit einer Drone arbeite, die ich dann da rein tue und die tune und so weiter. Und da gibt es noch viele, viele Möglichkeiten. Wenn ihr Lust habt, mal ein Video dazu haben, kann ich für euch recherchieren, welche Methoden ich so nehme, um dann noch weiter unten in dem Bereich zu arbeiten. Lasst mir das in den Kommentaren und ansonsten hoffe ich, dass ich euch ein bisschen was weiterhelfen konnte. Wie halt gesagt, ich weiß, es ist hier alles eher Beginner-Level, also Anfänger-Level, aber ich hoffe, ich habe dem einen oder anderen, der jetzt gerade mit Bitwig erst anfängt, weitergeholfen. Vor allen Dingen mit dem Teil, dass ihr Chains machen könnt, also Ketten machen könnt und diese Ketten auch speichern könnt. Und vor allen Dingen, wenn ihr euch meine Kette von meinem Buy Me a Coffee heruntergeladen habt, dann geht ihr bei euch in die Bitwig Library, also die ist meistens in dem Ordner, wo ihr Bitwig Studio installiert habt, gibt es einen Ordner Library. Da drin gibt es einen Ordner Presets und da drin gibt es einen Ordner Chains. Dann ladet ihr euch einfach das Ding in die Chains rein, entpackt das, dann habt ihr das und wie halt gesagt, ihr könnt das weiter verarbeiten, selber eigene Sachen reintun, wie ihr lustig seid. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Lieben Gruß aus Belgien, euer Alex.